Na, hallo und herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn. Zum allerersten Mal starten wir nicht in Devil's Crossing, denn ab jetzt starten wir in Homestead. Das ist sozusagen der nächste große Checkpoint. Ich hatte selber nicht mehr so wirklich dran gedacht, aber ja. Das war's wohl mit Devil's Crossing. Ab sofort ist Homestead hier der neue Ort zum Wiedereinstieg. Und wenn wir jetzt gerade sowieso schon mal hier sind, können wir auch mal gleich die Sachen hier abgeben. Irgendwelche Fortschritte bei den Dermapteranern? Ich habe die Felder befreit, so wie ihr es wolltet. 9 KEP. Ich bin erleichtert zu hören, dass du in einem Stück zurückgekehrt bist. Mit Dermapteranern ist nicht zu spaßen, besonders in solch einer Überzahl. Ich werde mit Captain Sommer über das Aussenden einiger Wachen zusammen mit ein paar der Bauern sprechen. Wir werden das Feld sofort befreit haben. In der Zwischenzeit hatte ich gehofft, dass du mir bei einer weitaus schwereren Aufgabe helfen könntest. Noch schwerer. Die dermapteranischen Schwärme wachsen von Natur aus zyklisch. Ungefähr alle 7 Jahre bringen sie eine neue Königin hervor, die ihre Zahl sofort stark vermehrt und sich über das ganze Land ausbreitet. Früher sammelten wir uns und töteten die Königin, solange sie noch jung war. Aber nach dem Grim Dawn konnte sich die Dermapteraner weiter ausbreiten und ihre Königin hat sich in eine massive Kreatur verwandelt, die täglich Dutzende neuer Dermapteraner erzeugt. Aha, okay, auch das haben wir schon gemacht. Sie muss vernichtet werden oder den Insekten wird irgendwann die Nahrung ausgehen und sie werden uns angreifen. Die Königin wird immer von 2 ihrer Großveziere bewacht, also musst du dir ihre Pheromondrüsen beschaffen, um ihre Kammer zu betreten. Wir wissen, dass sich der königliche Schwarm irgendwo da draußen im faulenden Ackerland im Westen von Homestead befindet. Die Art und Weise, wie du dich in den befallenen Feldern geschlagen hast, hat mich von deinen Fähigkeiten überzeugt. Wirst du uns dabei helfen, den dermapteranischen Fortpflanzungszyklus zu stoppen? Wenn du das schaffst, lege ich gern alle unsere Eisenstücke zusammen. Na dann, leg mal zusammen. Eine Inventartasche haben wir dafür gekriegt. Gut, 2000 Eisen ist jetzt nicht, glaube ich, nicht alles, was die hier haben. Aber 11 EP ist sehr nice und Inventartasche auch. Das ist die beste Nachricht seit Wochen. Ich werde mit Captain Sommer über den Aufbau einer richtigen Küche sprechen müssen. Deine stetige Unterstützung sorgt dafür, dass Homestead genug Nahrung für alle produzieren wird. Hoffentlich auch für Devil's Crossing, denn deswegen bin ich ja hier. Du hast viel zur Wiederherstellung unserer Felder beigetragen, aber ich kann nichts entbehren, bis meine Leute mehr Zeit haben, um frisches Getreide anzubauen. Wenn du uns weiterhin hilfst, wird das die Arbeitskräfte entlasten, die sich um die Ernte kümmern müssen. Beseitigst du die Bestien, die in der Gegend ihr Unwesen treiben, können wir auch wieder sicher in Frieden arbeiten. Da bin ich gerade dabei, ja. Und wenn wir jetzt eh schon hier sind, dann können wir Captain Sommer auch gleich sagen, was wir geschafft haben. There was much commotion reported in the area around the gruesome harvest. I trust you have good news. Die Abscheulichkeit wurde vernichtet. The Legion thanks you for your service to the Emperor. With the ethereal threat crippled, we can now turn our attention to the cult of Pathan. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Have reported back from the lands to the north. The situation is far worse than I ever imagined. The cult of Pathan is on our doorstep and in great numbers. Worse still, they've been capturing farmers, travelers, even my own soldiers and using them for their blood rituals. We cannot risk the cult bolstering their forces with Chthonic beings. I need you to venture out beyond Sarrow's Bastion to the north and search their camps. Rescue any survivors before the cultists can use them as sacrifices. Natürlich, warum eigentlich nicht? Das können wir erst machen, sobald wir aber hier fertig sind, und wir sind hier noch nicht mit Erkunden fertig. Moin. Ach, jetzt könnt ihr schon gleich wieder anfangen, ihre Felder hier auszubauen. Danke, dass du uns hierher gebracht hast. Als du uns gefunden hattest, war ich zwar entschlossen, in dem Graben zu sterben, aber hier in den Feldern habe ich eine neue Aufgabe gefunden. Diese alten Hände mögen vielleicht zittern, wenn sie ein Schwert halten, aber ich kann immer noch ganz gut mit einer Harke umgehen. Das freut mich zu hören. Ich habe von Douglas gehört, dass die Plage beim Bauernhof beseitigt wurde. Ich muss mich wohl dafür bei dir bedanken. Ich hoffe, die Ernte ist gut. Ich kann es kaum erwarten, den alten Bauernhof wiederzusehen. Hoffentlich haben diese Käfer nicht zu viel Schaden angerichtet. Wahrscheinlich mehr, als man denken mag, aber das wird schon alles wieder. Okay, hier ist nicht mehr, aber da unten. Hier haben wir noch quasi die Hälfte dieses ganzen Platzes hier noch nicht erkundet. Weil es doch einfach mal wieder so ein riesig, unglaublich fettes Gebiet ist. Okay, das sind nur Bauern, die jetzt hier anfangen. Mit dir kann ich noch reden. Schnapp dir einen Rechner oder geh zur Seite. Es wird viel Arbeit erfordern, dieses Feld wieder in Ordnung zu bringen. Ich habe eine Waffe und einen Höllenhund und einen Rahmen.
Du siehst ganz offensichtlich, dass ich fürs Feldackern hier nicht da bin. Ich bin eher dafür da, dass du überhaupt wieder hier raufgehen kannst, ohne von Monstern sofort angegriffen zu werden. Das dürfte wohl ausreichen, würde ich mal einfach mal behaupten. Okay, hier vorne sind also die Felder, wo sich auch keine Monster mehr befinden. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, ab hier kommen dann wieder Monster. Aber das reicht auf jeden Fall erstmal. Das leben jetzt auch nicht so krass viele Leute in Homestead. Hat das hier eigentlich noch was anderes gegeben, außer, ja, Zaubergeschwindigkeit auch noch und Energie auch noch. Und dann noch weniger Energiekosten. Also alles dafür, dass wir hier unsere Elementarsplitter noch effektiver einsetzen können. Aber wir verbrauchen noch zu viel Energie, da müssen wir noch mehr Punkte reinstecken. Ich glaube, ich gehe nächstes Level aber auch noch voll darauf. Sehr gut. Uiuiui, Olmarix. Elektrisiert. Und jetzt tot. Und ein neuer Devotionspunkt, den ich... Was haben wir hier? Plus 15% auf alle Schadenstypen wäre schon echt nice. Dann machen wir mal hier Leben. Guck mal hier, Schwert. Das ist alles Schaden. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf Schaden. Noch so viele Devotionspunkte, wie wir jetzt noch kriegen im Spiel, gehen wir auf Schaden. Gezackter Stachel, das weiß man immer, dass man den mitnehmen sollte. Spätestens seit einer der letzten Parts wissen wir das. Walters Notiz. Wer war denn Walter? Ich würde sagen, nachdem ich hier alles aufgedeckt habe, finden wir es raus. Da sollte ich nicht durchgehen. Ja, ich versuche das jetzt hier mal so felderweise aufzudecken. In diese ganzen Scheunen, wo halt so sehr viel Ätherfeuer drin ist, sollte man nach Möglichkeit nicht gehen. Weil man kann es jetzt, ja, hier kann man vielleicht noch durchlaufen. Weil dann nicht alles komplett voll ist. Wo kommt ihr denn jetzt noch her? Die kommen da aus dem Haus. Ja, es ist tatsächlich jetzt nicht mehr so viel. Aber besser ist das auch. Wir waren die letzten Parts ja hier auch nur in den Feldern unterwegs. Guck mal, die ganzen Tiere, die alle umgebracht wurden. Ah, mit Tiere, die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Gut, das sieht gut aus. Wenn wir den Teil hier haben, dann haben wir es geschafft. Jetzt würde ich sagen, machen wir etwas Gewagtes. Und zwar gehen wir durchs Ätherfeuer zurück. Da muss ich nämlich keinen Umweg gehen. Ich denke mal, das schaffen wir. Ja, locker. Ich habe auch 33% Ätherresistenz. Ich kriege dadurch gar nicht mehr so viel Schaden.
Ach so, ja gut, hier. Portal. Das tue ich mir nicht an, da zu Fuß zurückzurennen. So, jetzt kannst du aufmachen, oder? Ulgrim erwartet dich. Bitte such ihn sofort auf. Oh, okay. Ich soll wohl erst mit Ulgrim sprechen. Und was hast du? Wie ich höre, wirst du die Kultistenlager angreifen. Mutiger Schritt. Aber nach dem, was du mit der ätherischen Abscheulichkeit gemacht hast, bist du wohl zu allem fähig. Da du schon den Kopf für uns riskieren willst, frage ich mich, ob du der Legion einen kleinen Dienst erweisen könntest. Ja. Auf Captain Somers Anweisung hin habe ich Spähtrupps in den Norden entsandt, um die Kultistenfähigkeiten zu beobachten. Der Kult hat im Bloodgrove eine starke Präsenz und er bringt mächtige ktonische Scheusale in die Welt. Natürlich ist es eine gefährliche Aufgabe. Viele meiner Männer sind nicht zurückgekehrt. Fällt ein Soldat in der Schlacht und wir können die Leiche nicht bergen, sorgen wir dafür, dass wir zumindest seine Insignien zurückbringen, damit sie einen einfachen Abschied bekommen, bevor sie in die Hölle fahren. Oder was auch immer uns alle erwartet. Meine Speer verdienen mehr, aber im Moment kann ich ihnen das nicht geben. Wir haben da draußen ohnehin schon zu viele Männer verloren. Ich kann keine anderen entbehren, um diese Insignien wieder zu beschaffen. Erweist du meinen Männern diese letzte Ehre? Ich werde dafür sorgen, dass es sich für dich lohnt. Einfach so Körperteile von den Männern da erstmal einsammeln gehen, das wird bestimmt super toll und lecker. Warte mal, ist hier jetzt noch was ich irgendwie nicht kenne oder was? Warum kann ich das Ding? Nee, ich glaube nicht. Nee. Okay, dann lesen wir jetzt, würde ich sagen, bevor wir aufbrechen. Wir haben noch zwei Sachen? Tatsächlich, wir haben wieder zwei Sachen. Weil ich immer zu faul bin, die Dinger zu lesen. Jetzt verkaufe ich erstmal Kram, den wir nicht brauchen. Walt, das Notiz. Ich sehe Rauch aus dem Everbrook-Anwesen aufsteigen. Sie sind fast hier. Was auch immer sie sind. Ich habe die Türen und Fenster verschlossen, so gut ich konnte. Jetzt können wir nur noch darauf warten, dass sie zu uns kommen. Meine Frau bestand darauf, dass wir den Bauernhof verlassen und nach Homestead gehen. Aber ich will verdammt sein, wenn ich mich von irgendwelchen grünäugigen Freaks von unserem Land vertreiben lasse. Unsere Familie hat nicht seit Generationen auf diesem Bauernhof geschuftet, nur um ihn beim ersten Anzeichen einer Gefahr zu verlassen. Diese Feiglinge in Homestead können ihr Getreide verfaulen lassen. Wenn all das vorbei ist, werde ich immer noch hier sein und mich um die Ernte kümmern. Und alle werden die Dummen sein. Ja, schön wäre es gewesen, ne? Aber ganz so ist es scheinbar nicht gewesen. Es wurde ein Konsens erzielt. Homesteads Heiligtum wird innerhalb von 2 Wochen fallen. Da der Herold sich stetig vom Norden nähert und nichts als eine Feuersbrunst hinterlässt, habe ich die Aufgabe, einer Macht zu helfen, die menschliche Festung vom Westen her angreifen kann. Die Wiedererwecker arbeiten unermüdlich in den Käfigen und lassen das Geschenk des Äthers in die Menschen und Trolle fließen, die wir zu diesem Zweck gesammelt haben. Die eigentliche Arbeit wird jedoch in der Scheune durchgeführt werden. Die Menschen haben sich zwar als schwierige Behältnisse erwiesen, der Geist kämpft gegen eine größere Kraft an, die er vielleicht nicht begreifen kann. Aber das Fleisch, es ist formbar und wird einfach verdorben. Ich sehe die Leichen, die die Scheune mit dem Gestank der Verwesung füllen, nicht als Zeichen dafür, wie zerbrechlich das Leben ist, sondern als Leinwand. Eine Leinwand, auf der wir die Zukunft Cairns malen werden. Theodin Marcel Fleischformer. Gott im Himmel, die sind wirklich richtig gestört, diese Kultistenfotzen. Ach so, stimmt. Mit Ulgrim sprechen. Just the person I'm looking for. The others may disagree with me on this, but there's something I need you to do. Wenn ich dann endlich durch dieses scheiß Tor da oben gehen darf. Groups of survivors in the region that we are aware of, but Somer and Creed do not consider them to be of strategic value. Frankly, I disagree. They may consist largely of fanatics, but fanatics aimed in the right direction can be a powerful force. I've asked representatives from both the Order of Death's Vigil and Kaiman's Chosen to visit here and speak to us. There is some obvious animosity between the two, but perhaps we can leverage that against them. I would like you to be our representative. Speak to both of them.
Learn all that you can and decide which of the two groups would prove to be of superior strategic value. I just don't see them working together, I'm afraid. Okay. Der Weg nach Norden. Wir müssen jetzt für eine von den beiden entscheiden, scheinbar. Wähle zwischen Kimons Auserwählten und dem Orden der Todeswache. Da bin ich jetzt mal gespannt. The one you call Ulgrim has asked to speak with the Order of Death's Vigil. So I have come before you. Okay, ich glaube, ich habe meine Entscheidung getroffen. Nein. Was könnt ihr mir denn im Orden sagen? Wir sind Suchende und Bewahrer des Wissens, ausgebildet in der uralten Kunst der Nekromantie unseres Großmeisters Uroboruk. Wir fürchten den Tod nicht. Wir nehmen alles an, was er uns lehrt, und durch ihn stehen wir mehr im Einklang mit der Welt um uns. Was bietet ihr der Schwarzen Legion? Sie sind Experten des Arkanen und Meister der Nekromantie. Wozu lebende Männer entsenden, die durch den Feind sterben, wenn wir loyale, untote Diener entsenden können, die an unserer Stelle kämpfen? Wir werden den Feind bekämpfen und dabei wertvolle Menschenleben schützen. Das hört sich sehr gut an. I have come to represent Kaiman's Chosen, as the one you call Ulgrim has requested. Dennoch frage ich mich, warum du auch diese Nekromantenabscheulichkeiten mitgebracht hast. Weil die vielleicht die sind, für die ich mich entscheide, ja? Jetzt momentan bin ich noch eher für die. Sag du mal. Wir sind die Auserwählten von Vater Kymon, dem gesegneten Propheten von Empyron, Wächter der göttlichen Flamme und Retter der Menschheit. Was bietest du der Schwarzen Legion? Wir sind gut ausgebildet und bewaffnet. Unsere Männer und Frauen dienen Kayern voller Stolz und werden dafür sterben, wenn es sein muss. Unser Glaube stählt uns gegen die schlimmsten Mächte der Ätherischen und Ktonia. Mit den Auserwählten an der Seite der Legion werden unsere Streitkräfte unaufhaltsam sein. Ich glaube, ich wähle die Todeswache, weil ich die nämlich in meinem privaten Playthrough erstens nicht gewählt habe. Und zweitens, weil die einen cooleren Namen haben. Das ist der Grund. Wie lautet sie? Wird die Schwarze Legion an der Seite des Ordens der Todeswache gegen die Eindringlinge unseres Reiches kämpfen? Ich wähle den Orden. Gut. Freundlich bei dem Orden der Todeswache, natürlich verachtend bei Kymons Auserwählte. Großartig. Ich werde sofort alles Notwendige veranlassen. In der Zwischenzeit bitte ich dich, unser Heiligtum im Norden aufzusuchen. Wir haben eine kleine Gruft beansprucht, die in den Bergen versteckt ist, gleich westlich von Saros Bastion. 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 Um dorthin zu gelangen, musst du der nördlichen Straße durch die Brachfelder folgen. Hast du die alten Festungsruinen erreicht, bist du in der Nähe unserer Heimat. Suche Meister Varuk auf, sobald du drin bist. Er möchte gerne mit unserem neuen Verbündeten sprechen. Okay. Waffenmeister Borov, was willst du? Der Waffenmeister inspiziert die Vorräte und seufzt. Ah, verdammt schade um die Kanonen. Dieser Ort wäre viel sicherer, wenn wir ein paar dieser Schönheiten oben auf den Mauern aufgestellt hätten. Was passiert? Wir hatten keine andere Wahl, als sie auf der Straße zurückzulassen, als die Ätherischen uns in großer Zahl angriffen. Zum Glück haben die Bastarde von Artillerie keine Ahnung. Ich bring sie zurück. Dann würde ich dich für wahnsinnig halten. Diese Gegend zu betreten kommt einem Selbstmord gleich. Es gibt einen Grund, warum wir sie jetzt die Feuerbrunst nennen. Sie wird von Ätherischen überrannt. Sogar der Boden kocht dich lebendig mit Ätherfeuer. Möchtest du am Leben bleiben? Dann bleib weg von diesem Ort. Ich bin gespannt. Erobere die... Okay, jetzt haben wir sehr viele Quests. Habe ich jetzt noch irgendwie, mit dem ich hier sprechen muss? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt weiter. Warum zum Geier ist hier unten noch nicht alles erkundet? Warum ist da noch nicht erkundet, hä? Hab doch da erkundet, oder nicht? Wer ist das denn? Warum ist der auch noch eine Quest? Warum hat der auch noch eine Quest? Verzeihung, Bürger, aber könntest du mir vielleicht bei einer Sache helfen? Homestead geht das Baumaterial zu Ende. Wir haben bereits das Scheunendach abgebaut, um die Mauern zu verstärken, aber mit dem Blech können wir nicht viel tun. Eines der Gebäude hier wäre ein perfekter Ort, damit unsere Männer ein wenig Schlaf bekommen. Aber es ist völlig runtergekommen. Wir brauchen Holz und ich weiß, wo wir das bekommen. Problem ist, das nächste Sägewerk wird von Ktonischer Brut belagert. Ich habe dem Captain bereits klargemacht, dass unsere Männer einen Ort brauchen, um sich ordentlich auszuruhen. Aber sie denkt, dass es bei der Rückeroberung des Sägewerks zu viele Verluste geben würde. Du stehst nicht unter ihrem Kommando. Du kannst das tun, was du möchtest. Bitte geh in den Blood Groove im Norden und sichere Grivers Mill. Nach deinen Heldentaten in der grauenhaften Ernte sollten ein paar ktonische Zwerge doch ein Kinderspiel sein. Ja. Wird schon easy auf jeden Fall.
Dann mache ich das, wenn es den Leuten hier hilft. Bin der Meinung, da habe ich aber alles erkundet, aber scheinbar da oben rechts noch nicht. Wahrscheinlich ist hier eh nichts mehr. Noch die zweite Hälfte hier von den verdorrten Feldern, aber sie gehört nun mal mit dazu. Da komme ich, glaube ich, nicht durch. Oder komme ich da durch? Ja, ich weiß halt nicht, wie weit das Ätherfeuer da noch reicht. Ne? Das ist halt so das Problem. Ich würde ungern da jetzt sterben. Wenn es jetzt natürlich ein endloser Weg ist, bringt mir das nichts. Also ich kann mal lunzen, aber ich muss rechtzeitig umkehren. Oh, okay, ich komme durch. Alter, okay. Man kommt durch, aber es ist relativ knapp. Warte mal, war nicht von Feuerbrunst irgendwo? Ach so, warte mal. Ja, genau. Wir müssen hier sowieso für eine Quest hin. Gut, dass ich das nochmal überprüft habe. Hier sind die Kanonen, sind hier. Spätestens irgendwann, wenn ich mich gefragt hatte, wo ist die Quest mit den Kanonen, hätte ich das wahrscheinlich gefunden. Ätherkristalle. Lass mich die ganz schnell mitnehmen, bevor ich mich auch dann wieder verziehe. Gott, hier ist alles so voll mit dem Scheiß. Und da ist wieder Dynamit zum Aussprengen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Kommt hier jetzt nochmal so ein richtig fettes Gebiet? Oder... starken ätherischen Präsenz, aber es ist durch große Ätherkristallformation blockiert. Ja, zack. 5 Dynamit haben wir trotzdem noch. Boah, es ist trotzdem noch verdammt viel Schaden, den man hier kriegt. Ätherisches Rift, das kenne ich auch noch, glaube ich. Wenn wir da reingehen, kommen wir an einen ganz, ganz anderen Ort. Ich glaube, da kommen wir an so einen geheimen Ort, wo nochmal ganz viele Gegner sind. Ich würde sagen, ich schnapp mir hier noch den Ätherkristall und wir werden dann im nächsten Part rausfinden, wo uns das ätherische Rift hinführen wird. Also dranbleiben, es bleibt spannend.